Hallo und willkommen zu einem weiteren Part meines Let's Plays zum Multiplayer von StarCraft 2 Wings of Liberty. Flügel der Freiheit. Ja, und ich habe mir gedacht, komm, mache ich nochmal ein Match hier mit was mache ich denn? Komm, ich mache nochmal ein Match mit Terranern. Mein letztes Match war mit Protoss und das habe ich souverän ganz knapp gewonnen. Relativ knapp. Okay, zwar nicht so knapp, aber es war so halb knapp. Und jetzt versuche ich einfach mal nochmal was mit Terranern. Nicht nochmal Banshees. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, irgendwie ganz schnell auf Space Marines zu gehen. Und vielleicht wird er dann auch was. Mal gucken. Also, ich habe jetzt keine besondere Taktik oder so. Ach, da spiele ich gegen den Protoss. Da spiele ich gegen den Protoss. Und auf einer 1-1-Map. Also, ich weiß, wo der Gegner zu 100% sein muss. Hier wird sich jetzt ein Zerglings-Rush gut tun, aber... Naja. Ich frage, könnt ihr mir aber unter die Kommentare schreiben, was GLHF, für was die Abkürzung steht, ich habe keine Ahnung. Das frage ich mich immer wieder, wenn mir irgendeiner hier online GLHF gegen den Kopf schmeißt. Und ich weiß echt nie, was das heißt. Ich fühle mich schon fast wie so ein Noob. Ach, was ich auch noch sagen wollte ist, für mich kommt diese Online-Parts werden langsam für mich ein bisschen monoton quasi, weil, also nicht monoton, man hat ja so, wenn man online spielt, so bestimmte Taktiken, die sieht, die funktionieren, die klappen gut, die will ich immer wieder machen. Zum Beispiel, Zergling Rush klappt gut, würde ich gerne öfter nochmal machen. Oder bei dem Protoss Foregate würde ich gerne öfter machen. Da entwickelt sich nur das Problem heraus, dass ich das ja nicht machen kann, weil das für euch ja so subtil langweilig wäre, 10 Parts hintereinander immer die gleiche Taktik zu sehen. Also vom Grundgerüst her immer das gleiche Prinzip, immer die gleiche Taktik. Und deshalb versuche ich immer eben bei meinen neueren Videos immer zu improvisieren, um euch quasi Neues zu liefern. Also nicht Neues, sondern einfach Abwechslung. Aber dieses Improvisieren wird auch immer schwerer und ist auch nicht immer so einfach. Und deshalb habe ich einfach mal gedacht, warum sagt ihr mir nicht, mit welchen Einheiten ich mehr spielen soll, mit welchen Taktiken ich mehr spielen soll. Das könnt ihr mir ja genauso gut sagen. Da brauche ich ja jetzt kein... da brauche ich mir jetzt nicht irgendwelche... Taktiken oder so aus den Ärmeln zu ziehen, wenn ihr mir einfach, schreibt einfach unter die Kommentare, ich würde gerne sehen, dass du mal mit Protoss, mit der und der Einheit versuchst, irgendwie mit der und der Fähigkeit und den Möglichkeit, die und die Taktik zu spielen. Also ihr versteht schon, was ich meine. Das würde es mir erleichtern, euch regelmäßig, Betonung auf regelmäßig, neue StarCraft 2 Multiplayer Videos zu bringen. Und die dann auch mit erhöhter Qualität, weil ich dann genau weiß, was ich machen muss und hier nicht die ganze Zeit irgendwie improvisieren muss. Ihr versteht schon, was ich meine. Erweiterung fertiggestellt. Ihr versteht das schon. BBF einsatzbereit. Ihr versteht das schon. Aus der Bahn. Also wie gesagt, wäre echt cool, wenn ihr das machen würdet. Das würde es eben mir wirklich erleichtern. Und ich denke, dass das uns allen das Spiel erleichtern würde und könnte. Nicht genügend Mineralien. Erweiterung fertiggestellt. Was liegt an?
Hast du ein paar schlechte Neuigkeiten? Benötige weitere, die nicht genügend Mineralien. Okay, jetzt müssten eigentlich die weiter produziert werden, die Space Marines. So. BBF bereit. Nicht genügend Mineralien. Die schicke ich jetzt schon mal hier hin. Kann's kaum noch erwarten. BBF einsatzbereit. Dann laufen die jetzt immer direkt schon mal dahin. Nicht genügend Mineralien. Bereit machen, Jungs. So, die sammeln sich jetzt erstmal alle dort. Durchgeladen und entsichert. Erweiterung fertiggestellt. Benötige weitere Depots. Wie viele Depots brauchen die denn? Benötige weitere Depots. Das ist ja mehr als normal. Durchgeladen und entsichert. Wesentlich mehr als unnormal. Kommt nochmal. Benötige weitere Depots. Das, der baut da doch. Oh. Benötige weitere Depots. Wie ich diesen Satz liebe. Wir benötigen weitere Depots. BBF einsatzbereit. Ich glaube, das sind schon mal eigentlich genug, oder? Kommt noch was? Das klappt gerade äußerst gut. Und das ging jetzt sogar äußerst schnell. Cool. Normalerweise würde ich hier jetzt ja noch zu was erklären, aber ihr habt ja einfach gesehen, wie es funktioniert. Ich habe einfach extrem schnell hier einfach die 4 Kasernen gebaut. Einfach, ich bin eigentlich nur auf die 4 Kasernen gebaut, dann... Ich bin eigentlich nur auf die 4 Kasernen gegangen mit den... für Reaktoren, dass es dann schneller geht, dann konnte ich insgesamt 8 Truppen, nee, 2, 4, doch 8 Truppen auf einmal immer rauskommen lassen. Das hat für guten Nachschub und schnelle Produktion gesorgt. Ich habe auch darauf geachtet, dass ich schön WWS nachkomme, damit ich hier keine Probleme gibt mit Minerals. Das sind insgesamt, wie viele sind in einer Reihe? 2, 4, 6, 8, das sind insgesamt 20, BBFs. Ich bin hier drauf gegangen, nur damit ich die Reaktor hier habe. Als ich dann die 4 Reaktoren habe, habe ich ein bisschen spät, aber dann trotzdem die Typen, die BBFs hier in den Kristall geschickt. Dann habe ich hier einen den da gehabt, um schön dafür zu sorgen, dass ich genug Versorgungsdepots habe. Das war ab und zu mal zwar ein bisschen nervig, hier die Versorgungsdepots nachzubauen, aber es muss sein und eben hier die 4 Kasernen und dann einfach extrem schnell sein. Guckt, was sich hier schon so schnell angesammelt hat. Ihr habt gesehen, der Gegner hatte zwar sein Gate-Technik entwickelt und alles, aber das ist einfach zu langsam gewesen im Gegensatz zu den Massen, die hier an Space Marines kamen. Ihr habt es ja gesehen. Das war's, glaube ich, eigentlich auch alles, was ich zu sagen muss. Ihr habt es ja eigentlich gut gesehen. Und das einzige Problem ist, wenn das mit den Space Marines eben irgendwie nicht so klappt, aus irgendwelchen Gründen, dann, warum auch immer, dann ist es eben schwer umzusteigen. Weil man eben dann ganz auf das falsche Pferd gesetzt hat. Aber ich verstehe jetzt nicht, was großartig an Space Marines scheint. Okay, Kolosse sind effektiv gegen Space Marines, aber... ich denke mal, das bleibt jetzt hierbei erstmal außer Frage. Okay, ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Das war komplett improvisiert. Ich hatte dazu vorher noch nie ein Video gesehen, einfach mal gedacht. Ich habe das vorher hier das mal bei KI ausprobiert, habe ich gesehen, klappt ganz gut. Habe ich jetzt mal gerade online gemacht. Ihr habt gesehen, es klappt gut. Also relativ gut gegen den hier. Ich weiß nicht, wie es in der prozentualen Wahrscheinlichkeit der Masse aussieht, ob das immer gut klappt. Aber gerade hat es gut geklappt. Er hat
sich mit einem LOL verabschiedet und das werde ich jetzt nicht machen, aber ich werde jetzt... Ach, ich drücke immer auf Escape FC drücken, um die Punktübersicht mir anzusehen. Und wie ihr seht, habe ich auch ein neues Bild bekommen, irgendwann letztens, als ich mal Protoss gespielt habe. Und das könnt ihr euch alles ganz genau angucken, indem ihr pausiert, wenn euch das interessiert. Ja, ihr habt's gesehen, okay, so, das war jetzt ein weiterer StarCraft 2 Part. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass mehr StarCraft 2 Parts regelmäßiger kommen, bestenfalls jeden Tag eins, dann schreibt mir einfach unter die in die Kommentare, was ihr genau sehen wollt. Und ganz nett wäre natürlich immer ein Daumen hoch schadet euch nicht. Einfach auf den grünen Daumen klicken und schadet euch überhaupt nicht. Bringt mich nur voran, wäre echt cool, wenn ihr es machen würdet. Wenn ihr meine Videos gut findet, dann abonniert mich doch auch. Wäre echt nett, wenn ich weitere Unterstützung finde und weitere Fans. Und was gibt's sonst noch zu sagen? Ach so, ja, und bald fangen bei mir hier auch die Ferien an. Was bedeutet, dass so oder so regelmäßiger Videos kommen werden. Sowohl von StarCraft als auch von Imperial Glory, als auch von, wenn ich an Weihnachten neuere Spieleprodukte erhalten habe von meinen Eltern. Mal sehen, was dann kommt. Skyrim, wohl eher nicht, aber Assassin's Creed Revelations, Arkham City, was da alles kommt, das wird dann ebenfalls sehr regelmäßig kommen. Und wie gesagt, es heißt ja Let's Play StarCraft, lasst uns spielen, also lasst mich hören, was ihr sehen wollt. Bis dann, meine lieben YouTuber. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.